Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creatures of Ava. Ich konnte es nicht abwarten, ich muss doch noch eine weitere Folge zumindest aufnehmen. Ja, ja, ist ja gut. Ich will ja jetzt auch gar nicht so lange reden. Das Einzige, was ich tatsächlich mal eben gucken wollte, ist nicht das Menü, sondern die Taste war's. Ich habe mir nämlich mittlerweile das besorgt, was ich gesagt hatte. Am Moment, hier kann man, glaube ich... Ja, genau. Es ist natürlich nur eine Kleinigkeit und wie gesagt, ich brauche sowas auch gar nicht. Aber, Prime-Ausweis, Aleph Prime. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Dieser eine Anhänger. Aber das ist auf jeden Fall einer der Anhänger. Und ihr seht ja, wir haben hier noch einen anderen. Der denke ich... Ach so, das ist ein Orca, ne? Ich finde Orcas cooler, aber ich denke, der Wal wird mehr auffallen, sagen wir es mal so. Und das ist vermutlich auch noch neu dazu gekommen. Also diese vier hier, glaube ich, die letzten vier, das sind dann diese Anhänger, die dazukommen. Ist natürlich Nebensache, aber wollte ich euch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Die könntet ihr dann im Endeffekt bekommen, wenn ihr dieses... So sieht das Ganze dann aus. Ich weiß nur nicht, ich glaube, ich kann auf mich selber jetzt nicht ranzoomen. Naja, so ein bisschen, wenn ich so mache, aber ansonsten nicht. Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Da oben hat er aber nichts für uns hingelegt oder so, ne? Dass er da jetzt irgendwas, eine Heilung oder sowas vielleicht platziert hat, die wir uns hätten holen können. Nee, offenbar nicht. Okay. Flöte spielen will ich jetzt gerade noch nicht, weil, was will ich denn eigentlich? Ich finde den Rettungsroboter. Ach ja, genau, das war's. Ich habe schon wieder total vergessen, worum es eigentlich ging. Ich bin so fasziniert und so extremst abgelenkt, muss man aber auch sagen, von... wo bin ich jetzt drin gelandet? Hallo? Von dieser wunderschönen Welt hier, wollte ich eigentlich gesagt haben. Das war, glaube ich, jetzt nicht so clever, dass ich jetzt hier oben gelandet bin. Ich glaube, ich sollte da erstmal wieder den normalen Weg zurückgehen. Beziehungsweise... Ja, hier können wir ja eigentlich zurückgehen. Das ist soweit okay. Das ist doch hier die Basis, ne? Genau. Meine ich doch. Dann hat... Oh, was ist das jetzt? Moment. Das ist jetzt aber neu. Rauchfässer. In Ava findest du manchmal Rauchfässer, mit denen du die natürliche Schönheit des Planeten bewundern kannst. Ach, wegen der Flöte. Spiele die Flöte darin, um Forschungspunkte zu sammeln. Drücke Y, um mit dem Rauchfass zu interagieren. Ah, das ist aber neu. Ich sehe hier wieder so viel... Ich darf eigentlich gar nicht rumlaufen, wenn ich euch irgendwas am Erklären bin. Also für alle die jetzt nichts verstanden haben von den ersten 3 Minuten. Es geht nicht um diese Anhänger selber. Es geht darum, dass man im Spiel hier ein zusätzliches DLC kaufen kann. Und davon werden, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ich glaube 85% des Erlöses wird dann einer wohltätigen Organisation gespendet, die sich eben um Wale und Delfine kümmert. Leider habe ich den Namen jetzt gerade auch nicht auswendig und kann es gerade auch nicht öffnen, weil ich hier alles geöffnet habe, was ich noch brauche. Aber ihr könnt das gerne nachschauen. In der Beschreibung ist eine Verlinkung drin, wenn ich es nicht vergessen haben sollte. Und in, auf Steam ist es der letzte Link. Das kann ich, also aktuell der letzte Link. Wenn ihr das Ganze in 5 Jahren guckt, könnte vielleicht noch was Neues dazugekommen sein. Und ja, das halt nur so zur Info. Deswegen, ich hatte in der letzten Folge nämlich gesagt, dass wir uns das Ganze mal anschauen werden. So, wir können spielen. C, achso, D, G, F, E, C. I can feel the calm of this place. 25 Punkte habe ich jetzt oben dazu bekommen. Ach, dann sind das keine, dann sind das Wissenschaftspunkte, die ich oben habe und jetzt nicht so reine Erfahrungspunkte in dem Sinne. Das ist gut zu wissen. Das hat sich auch alles neu aufgefüllt mittlerweile. Ich denke mal, das ist dann eine gewisse Zeit, die das braucht, um wieder neu aufzufüllen. Da hinten war doch auch noch eins. Das gucken wir uns doch auch mal schnell an. Das können wir nämlich auch nochmal mitnehmen. So. Dann müssen wir in die Richtung, finde den Rettungsroboter. Oh, da war auch noch eins. Ach ja, da war, glaube ich, der Eingang, ne? Wo ich jetzt gerade reingeguckt habe. Ach, Mann. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf, weil ich so aufgeregt bin. Noch ein ganzes Stück weiter geradeaus. Ich glaube nicht, dass das hier...
dieser Hügel ist. Ich denke, wir müssen tatsächlich hier, oder? Müssen wir durch das Tal durch? Da ist übrigens was Grünes angezeigt. Oder ist das Grüne tatsächlich der Roboter? Das kann natürlich auch sein, dass unsere Ziele immer grün sind. Können wir das hier benutzen? Wird vom anderen Ende aus aktiviert. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot, oder? Ich versuche es am besten erstmal gar nicht. Also ich würde zwar gerne mal ausprobieren, ob wir die... Also ob wir Fallschaden haben in diesem Spiel, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das machen sollte. Deswegen. So, du bist aber ein Lieber, oder? Du greifst mich jetzt nicht an, wenn ich da runtergehe. Da unten ist aber auch wieder was. Moment, das nehmen wir erstmal. So. Plupp. Das nehmen wir auch. Hallöchen. Hallo, du bist ein Lieber, oder? Kreaturenzustände. Du kannst Avas Kreaturen in drei verschiedenen Zuständen antreffen. Freundlich, wild und infiziert. Ich habe gerade fasziniert gelesen. Keine Ahnung, warum. Weil ich fasziniert bin wahrscheinlich. Freundliche Kreaturen verraten dir, sie lassen sich streicheln und folgen dir, wenn du die Flöte spielst. Ja, da gab es doch so ein kleines Köpfchen, was das anzeigt, oder? Wilde Kreaturen können... Ach nee, das war beim Flöte spielen. Wilde Kreaturen können entweder fliehen oder dich angreifen. Oh, okay. Freundlich, wild, infiziert. Aber die Infizierten greifen mich doch auch an. Du musst sie mit der Flöte zähmen, um sie freundlicher zu stimmen. Infizierte Kreaturen greifen dich an. Du musst ihre Infektion entfernen, um sie freundlich zu stimmen. Das wird wahrscheinlich einfacher sein als mit der Flöte, nehme ich an. Du kannst freundliche Kreaturen hüten, indem du nach links drückst. Okay. Der hört mir zu. Moment, das war die Flöte. Was, was, was? Achso, der. Ich dachte, ich war fertig. Ach, zweimal. Ach so. Ach, ich bin zu blöd, um das zu machen. Hallöchen. Hallöchen. Streicheln. Ja, wir lassen dich. Ja, du wirst gestreichelt, du Süßer. Oh, können wir mit dir da hinten was machen? Warte mal. Ava-Sicht. Wie war das mit L2? Verbinde. Das sieht mir nämlich so aus, weil da irgendwie so ein Zeichen dran ist. Drücke X. Ah, wie süß ist das denn? Ah. Hallo. Ja, damit kann er beißen, okay? Ich will eigentlich nicht die Verbindung trennen. Moment. Nein, ich bin doch gerade am Streicheln. Lass mich doch einfach nochmal streicheln hier. Rettungsroboter. Mit Rettungsrobotern kannst du gesunde Kreaturen zur Bio-Arche teleportieren. Locke gesunde Kreaturen in den Aktionsbereich. Interagiere Y mit dem Rettungsroboter, um die Kreaturen im Gebiet zu teleportieren. Ja, Moment. Dann müssen die mir aber erstmal folgen, ne? Folgst du mir jetzt generell? Folgst du mir weiterhin? Oh, das ist gut. Und dann Y. Y gedrückt halten. Wo sind sie denn hin? Ich meine, wo sie hin sind, wissen wir. Haben wir ja gerade gelesen. Vier Kreaturen sind noch in der Nähe. Okay, das sieht man dann immer beim Roboter. Ich hoffe, keine bösen Kreaturen. Ich befürchte aber, dass das Spiel mir diese Hoffnung gleich nehmen wird. So, weil hier sind irgendwie sehr viele Heilkräuter, habe ich so das Gefühl. Oder Heiltinkturen, wie auch immer. Ach, das ist der Roboter. Ich dachte gerade, diese Blumen oder was das ist. Komme ich da wieder raus, wenn ich da unten reinspringe? Ich will es hoffen. Ah ja, okay. Das wäre es noch, wenn man da nicht mal rauskommt. Hallöchen, Mr. Roboter. Wie geht's Ihnen denn heute so? Sie wollen noch vier Kreaturen haben? Beschaffen wir Ihnen. Kein Problem. Ich weiß nicht, wie viele ich auf einmal tragen kann. Ich hoffe unendlich viele. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Können wir als erstes eventuell eine Blume machen? Damit ich hier auch ein bisschen mehr Platz habe, weil jetzt wird es kritisch.
Yes! Sehr schön. Euch werde ich jetzt auch noch eben heranflöten. Aber hier ist gerade noch was am Leuchten. Moment. Lucha-Stängel. Den hatten wir den schon mal oder hatten wir den noch nicht? Ich weiß es nicht genau. Na, was ist mit euch? Eure Melodie kenne ich schon, deswegen macht er das automatisch. Ah, cool! Gilt das nur für den Bereich oder ist das generell so? Dass man quasi nur neue Kreaturen sozusagen... Oh, Moment. Ach, ich hätte von euch ein Foto machen müssen. Ach, verdammt. Also von diesen Infizierten hätte ich ein Foto machen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Shit. Jetzt hoffe ich doch, dass die anderen noch infiziert sind. Hört sich jetzt gemein an, ich weiß. Hm. Haben wir hier unten auch noch was? Nö, ne? Okay. Ah, das ist ja doof. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So, Moment. Bleibt schön da hinten, ja? Zack. The infection is spreading. I have to document. Ja! Nein! In Galerie speichern. Ja. In Galerie speichern, genau. Das ist schön. Ich sehe nichts. Alter, ich sehe nichts. Hallo, hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von euch schon ein Bild gemacht habe. Ach so, habe ich doch schon gemacht, ganz am Anfang. Ja, können wir trotzdem speichern. Was, könntest du bitte ein wenig... Was? Wie? So, wir machen das erstmal eben weg hier. So. Hallöchen, ihr Lieben. Kommt in meinen Einzugsbereich. Ich bin die Rattenfängerin von Ava. Der Planet hieß Ava, oder? Oh, Moment. Ava-Sicht. Zack. Einmal verbinden. Mit wem? Ach so, muss ich den angucken, mit dem ich mich verbinden will? Ach so. Oh. Pum. Ha. So, Verbindung trennen. Aber wir sind ja immer noch im Hypnosezustand. Also kommt ihr mal schön mit. Bevor ich euch da runterlasse, muss ich euch nochmal streicheln. Ja, ihr seid so niedlich. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr seid so endlos niedlich. So, einmal hier rein. Und einmal zack. Wir machen den ganzen Planeten leer. Was wiederum ziemlich bescheuert ist. Aber gut. Wenn ich ein wenig Zeit habe. Ach nee, es ist trotzdem unsere nächste Aufgabe. Schade. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ein wenig Zeit habe. Ich habe aber keine Zeit. Ich muss einen Planeten retten. Das heißt, wir können jetzt hier theoretisch abkürzen. Sehr schön. Wir können wieder auf dem Seil reiten. Zwinker, zwinker, Smiley an die Entwickler, ne? Ich denke, das ist einfach nur so ein Übersetzungsfehler gewesen. So, Moment, was haben wir hier? Auch wieder so was Leuchtendes. Das nehmen wir natürlich mit. Ich habe keine Ahnung. Alter! Was ist mit euch nicht in Ordnung? Ich habe gedacht, die wollen mich angreifen. Windspiele. Hä? Die Namen haben Windspiele überall in Ava gebaut. Um ihre Liebe zur Natur zu zeigen. Mach Fotos von ihnen, um ihre Tradition zu dokumentieren und Forschungspunkte zu sammeln. Drücke rechts für die Kamera, drücke RB, also halt normal, ne? Okay. Windspiele. Wo haben wir denn? Ach, da oben. Hört man das? Ah, das ist dieses Geräusch, was ich gehört hatte. Aber ich habe es nicht gesehen, das Windspiel. Aha, gotcha. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ah! Und wenn man das dann hat, dann wird es quasi deaktiviert, ja? Das ist cool. Ach doch, da oben ist eins. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwo hier war doch eins. Das habe ich doch die ganze Zeit gehört. Sehr schön. Kann ich das auch von hier unten fotografieren? Das ist jetzt die Frage. Ja, ne? Das reicht doch, oder? Aha! Gotcha.
Stand auch. Ah ja, jetzt sieht man es hierdurch auch. Es bewegt sich dann auch nicht mehr. Ja, cool. Aber wie viel gibt's davon? Kann man das hier irgendwo sehen? Moment. Pflanzen, Sonstiges. Ist bei Sonstiges wahrscheinlich, ne? Nee? Dann habe ich keine Ahnung. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu unserer... Achso, die steht hier. Hallöchen. Wow, Tabitha, du hast es dir hier wirklich gemütlich gemacht. Ja, oder? Mhm. Die blinkenden Computer runden die ganze Sache ab. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Schluss jetzt mit dem Sarkasmus, junge Dame. Die Ausrüstung brauchen wir für unsere Forschung. Schau auf deinen PDA. Dann siehst du, was ich meine. Personal Data Adventure? Keine Ahnung. Oder Data Anzeige? Nee, das ist auch. Fähigkeitsbaum. Einige Aktionen belohnen dich mit Forschungspunkten, mit denen du neue Fähigkeiten freischalten kannst. Drücke, um das zu öffnen. Machen wir doch mal. Okay, sehe ich irgendwo viel. Ach, da oben. 2 Punkte habe ich. Da unten steht aber, ich brauche 2 Punkte. Nee, ich brauche... Ich kann 2 Rucksacktaschen. Ich muss die sammeln, oder? Also 2 Rucksacktaschen. Und dann Ausdauerpakete muss ich wahrscheinlich auch sammeln. Das ist da nicht zum... Oder muss ich das hier unten mit freischalten? Nee, das ist was anderes. Das sind die Sachen, die ich wahrscheinlich grundsätzlich in der Geschichte erhalte, nehme ich mal an. Das ist die Flöte, das Lied der Gräser... Ushun, dieser Ataris-Zauber kann welkende Kreaturen und andere Wesen für eine begrenzte Zeit schweben lassen, sodass sie sich weder bewegen noch angreifen können. Ja, aber den kenne ich doch schon. Den kenne ich doch schon. Dann ist nur... Oh, dann ist nur das, was ich jetzt kaufen kann, ne? Überladung. Ermöglicht es dir, den Strahl zu verstärken und die Absorptionskraft für eine begrenzte Zeit zu verdoppeln. Halte X gedrückt, um den Strahl zu überladen. Überladungskosten, halte zum Freischalten. Ja, dann nehmen wir das doch. Das hört sich gut an. Irgendwie auch gefährlich, aber es hört sich gut an. Akzeptieren, ja. Wobei, dadurch haben wir jetzt wieder ganz andere Sachen freigeschaltet. Ushun 2. Der Ushun-Zauber wirkt jetzt länger. Das... Ich wusste noch gar nicht, dass der abbricht, nebenbei bemerkt. Aber das ist bestimmt nicht schlecht. Dann gibt es noch Konzentration, ermöglicht es dir, dich auf die Kamera zu konzentrieren und die Zeit zu verlangsamen. Oh, okay. Um bessere Bilder aufzunehmen. Dies ist bei einem aggressiven Kreaturen besonders nützlich. Das ist natürlich cool, brauchen wir aber jetzt am Anfang nicht. Rolle, drücke 2-mal die Ausweichrolle, um weit nach vorne zu rollen. Also einmal rollen ist quasi, obwohl, nee, ich muss eigentlich immer die Richtung zeigen, wo ich hinrolle, oder? 2-mal. Der Strahl wird dabei unterbrochen. Das ist natürlich doof. Hm. Strahl wird unterbrochen. Besseres Ausweichen oder der Zauber wirkt länger. Würde ich sagen, dann machen wir den Zauber länger. Erstmal. Ich hätte jetzt natürlich auch sparen können. Ja, aber... So, hat die da gerade einen Staubsaugerroboter stehen gehabt? Wie läuft's mit den Namen? Haben sie dir Probleme gemacht? Nein, warum sollten sie? Hm. Keine Ahnung. Oberhaupt Honlo wirkte auf mich nicht gerade gastfreundlich. Hm. Vielleicht haben die letzten Menschen, die Alefs nach Ava geschickt hat, keinen guten Eindruck gemacht. Aber bei uns ist das anders. Wir sind schließlich hier, um sie zu retten. Das ist es ja gerade. Honlo glaubt mir das mit der Infektion nicht. Die Namen wollen hier nicht weg. Dann überzeugst du das Oberhaupt eben. Spiel doch was von deiner Musik. Bring ihm ein Ständchen. Ich glaube, die Flöte funktioniert bei dem Namen gehören nicht. Rede einfach mit dem Oberhaupt. Du kriegst das schon hin. Die Kreaturen sträuben sich jedenfalls nicht. Lock noch mehr von ihnen an. Wir brauchen verschiedene Spezies aus ganz Ava, aus dem Dschungel, dem Sumpf. Aber erst einmal schicke ich mehr Rettungsroboter ins Grasland. Pass bloß auf, dass du keine infizierten Viecher hochschickst. Das wäre... Schlecht? Tu es einfach nicht. Okay. Eine herzliche Einladung. Na gut, noch haben wir ja keine. Moment, da können wir mit interagieren, ne? Hä?
Geht das bei denen nicht? Nur bei diesen Freistehenden? Na gut. Ich dachte, das gilt jetzt für alle. Wo ist denn hier unser Oberhaupt? Ach, da ist er doch. Hallöchen, bin wieder da. Warm und herzliche Grüße, Oberhaupt Honlore. Bitte sagt doch einfach Hallo, wie ein normaler Mensch. Okay, hallo, wie geht es euch? Wir sind aufgewühlt. Wo wir einst einen Menschen sahen, sehen wir nun zwei. Die denken wahrscheinlich auch, die sind irgendwie verrückt geworden oder so. Tabithas Camp ist harmlos, aber ich verstehe euch. Wir Menschen sind manchmal unheimlich. Vielleicht kann ich ja irgendetwas tun, um zu beweisen, dass ich nur helfen möchte. Der Verstand, der Namen, ist eins. Wir fühlen Ava als ein Teil von uns. Ihre aufsteigenden Winde, ihre untergehenden Sonne. Zumindest tun das die meisten von uns. Aber er ist doch eigentlich jemand ganz anders. Also ein anderer. Ja gut, er ist auch ein Namen, hat er gesagt, aber sieht so anders aus, finde ich. Manchmal vergessen wir, dass ihr Menschen uns nicht versteht, weil ihr uns nicht spüren könnt. Dann helft mir zu verstehen. Helft mir zu fühlen. Es gibt etwas, das du tun kannst. Es könnte dir helfen, unsere Wege kennenzulernen. Die Namensiedlungen auf Ava sind schon einige Zeit voneinander abgeschnitten. Doch nun, da das Welken hier ist, wollen wir den Ferndörfern eine Nachricht senden. Eine Einladung zu einer Versammlung. Die Graslandnamen schmeißen eine Party. Wir Tamuralan möchten unsere Verwandten sehen, ja. Wir hoffen, dass sie einen Weg hierher finden. Irgendwie. Wir haben ein Ritual, um eine solche Versammlung auszurufen. Ist dir unser Dorfbaum bekannt, der mit den Bändern? Das ist ein Geschwisterbaum. Weitere solcher Bäume wachsen hier im Grasland. Sie alle haben Bänder. Geh zu diesen Bäumen und finde die Namen, die über sie wachen. Bitte sie, dir einen Willkommenszweig zu geben. Diese Zweige brauchen wir als, wie sagen die Menschen doch gleich, als Party-Einladung. Mhm. Das klingt wichtig und spirituell. Sobald du die drei Zweige hast, bringst du sie zu unserem Nesthäkchen, Obon. Eurem Nesthäkchen? Ihr meint ein Namenkind? Unser Nesthäkchen wird dich oben auf dem Turm in der Oholkote erwarten. Bring die Zweige dorthin. Obon wird den Rest erledigen. Wenn ich es schaffe, alle Namen an einen Ort zu versammeln, dann können Taps und ich... Was könnt ihr dann? Nichts. Ich erledige das. Ich freue mich schon darauf, eure Wege besser zu verstehen. Lebt vorerst wohl, großes Oberhaupt Hondo. Sag doch einfach auf Wiedersehen, ja? Also, wie kommen die Nesthäkchen denn zur Welt? Wie bitte? Ihr wisst schon, Obon, euer Nesthäkchen. Ihr müsst doch... Ihr wisst schon. Was müssen wir? Bitte, erkläre es uns. Also, wie funktioniert das bei euch? Habt ihr... Wie machen die Namen... Was? Schon gut. Ihr sagt, die Namendörfer auf Ava sind voneinander abgeschnitten? Das geschah vor langer Zeit. Es war für viele Namen sehr schwer, als die Tore sich schlossen. Die Tore? Du wirst sie bald sehen. Wir wissen, dass diese Versammlung wahrscheinlich nicht stattfinden wird, aber Ava erlebt ihren goldenen Herbst. Wenn unser Volk sich hier versammeln kann, wird es zu gegebener Zeit einen großen Unterschied machen. Zu gegebener Zeit? Du stellst eine Menge Fragen, weißt du das? Ich glaube, so sind wir Menschen halt. Es nervt. Okay, dann lasse ich die nächste Frage, die haben wir ja im Endeffekt auch schon gestellt. Bis dann.
Und dann würde ich sagen, auch wenn ich es ehrlich gesagt nur sehr, sehr ungerne tue, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit zum einen die Folge nicht so lange wird und zum anderen denke ich, wenn er schon davon spricht, ich glaube, es war noch drei, finde den westlichen Geschwisterbaum. Nee, dann sind es wahrscheinlich doch vier gewesen. Ich denke, die sind hier im Zentrum und dann in alle Himmelsrichtungen verstreut sind dann die Geschwisterbäume. Da ich denke, dass das eine ganze Weile dauern wird, bis wir alle vier Bäume dann gefunden haben und die Einladungen überbracht haben, würde ich nämlich sagen, machen wir hier erstmal wirklich einen kleinen Cut und schweren Herzens wohl bemerkt und sehen dann den Teil mit den Bäumen in der nächsten Folge wieder. Ich bin mich gerade am Fragen, ob es hier eigentlich Tag- und Nachtrhythmus gibt, weil es ist so dunkel jetzt gerade, als ob wir jetzt gerade kurz vor der Nacht stehen, beziehungsweise irgendwie am Abend stehen. Ich bin mal gespannt, wenn wir die nächste Folge machen, ob es dann wirklich ganz dunkel wird oder wie das dann hier, ja, so ist. Vielleicht gibt es ja auch spezielle Kreaturen, die nur nachts rauskommen oder so, man weiß es ja nicht. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich möchte alle meine Fragen beantwortet haben, aber natürlich nicht alle in diesem Video. Deswegen danke fürs Zuschauen, danke für jeden Daumen nach oben, den ihr mir gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt auch gerne Kommentare rein, um mich zu unterstützen und dem Algorithmus hier auf YouTube ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass meine Videos auch bei anderen mal angezeigt werden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.